Werder Bremen hat nach langer Durststrecke wieder einen Sieg gelandet. Gegner Ingolstadt scheiterte an der Verwertung von zu wenigen Chancen. Nach zuletzt 5 Spielen ohne Sieg gewann die Mannschaft von Trainer Alexander Norri im Kellerduell gegen den FC Ingolstadt mit 2:1, 1:0. Max Kruse, 24., mit seinem ersten Saisontreffer und Bartels, 75., trafen beim umjubelten Sieg der Hausherren. Das Tor von Markus Suttner, 58., per Freistoß war für die Schnauzer zu wenig. Damit musste Neutrainer Mike Walpurgens in seinem dritten Spiel mit Ingolstadt seine erste Niederlage einstecken. Werder konnte zudem den Abstand auf den Tabellenvorletzten auf 5 Punkte ausbauen. Entlastung für Norri. Und Norri kann immerhin eine Woche wieder in Ruhe arbeiten. Es zählen nur die 3 Punkte, hatte Werder-Sportchef Frank Baumann vor der Partie gesagt. Und Norri setzte im Weserstadion dann auch auf die volle Werder-Offensivpower. Serge Gnabry, Kruse, Bartels und Claudio Pizarro begannen. Allerdings fiel Kapitän Clemens Fritz erkältet aus. Walpurgens setzte hingegen auf die 11, die vergangene Woche einen Punkt gegen Wolfsburg geholt hatte. Die Hausherren entwickelten zu Beginn kaum Durchschlagskraft und hatten wenig Ideen. Werder war zunächst darauf bedacht, sicher zu stehen und die defensive Ordnung zu halten, was aber auch nicht immer gelang. Ingolstadt agierte sehr clever und lauerte auf seine Möglichkeiten. Zunächst plätscherte die Partie aber nur vor sich hin, die Zuschauer sahen kaum spielerische Highlights, geschweige denn echte Torchancen. Kruse schlägt eiskalt zu. Doch bei der ersten Gelegenheit schlug Werder eiskalt zu, Kruse drückte eine Bartels-Flanke per Direktabnahme über die Linie und ließ Martin Hansen keine Chance. Die Führung verlieh den Hanseaten Selbstvertrauen, sie übernahmen mehr und mehr die Kontrolle. Kruse verpasste es wenig später nachzulegen, sein Freistoß aus 17 Metern ging knapp über das Tor. Insgesamt passte das Niveau der Partie zur Tabellenregion, in der sich die beiden Teams bewegen, viel Kampf, viel Krampf.